Ey, Schnitzel, du Arsch. Ich hab, sorry, ich bin dir ins Wort gefallen. Kein Problem, was hast du gesagt? Ich glaub, du was wichtig dann, ist? Oder? Ja, ja, richtig, nee, ich bin dran. Ich habe ja jetzt auch schon losgelegt. Hallo Leute. Du hast mich beleidigt. Ja, natürlich. Das selber Arsch. Gehört sich einfach so. So begrüßt man sich doch heutzutage. Also wenn ich irgendwie durch die Gegend laufe, dann werde ich ständig so begrüßt. Ja, denk mal drüber nach. Sag mal, hey, was geht? Verpiss dich, du Arsch. Sagen sie dann immer. Ja. Aber es ist schön. Die Leute reden mit mir. Die Leute reden mit mir. Du sagst immer, hallo, Freunde. Verpiss dich, hallo. Du Arsch. Ja, so läuft das. Das ist zwischenmenschliche Liebe heute. Ich glaube, man muss das... Ich glaube, man darf die alte traditionelle Variante davon, muss man einfach über den Haufen werfen. Ich glaube, ja. Das ist gar nicht böse gemeint. Das genau. Ist einfach nur zwischenmenschlicher Umgang mittlerweile. Richtig. Und wenn man jemanden richtig, richtig gern hat, dann haut man dem direkt auf die Fresse. Ne? Also ich habe so viele Freunde hier. Nee. Das ist einfach, es ist Körperkontakt halt, ne? Ja. Wie man das halt so macht. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Was hat das jetzt eigentlich mit dem Puzzle 1 von Estaniel zu tun? Weiß nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher, dass man Puzzle mit EL schreibt und nicht mit LE. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nach der neuen Rechtschreibung nicht eventuell sogar richtig ist. Neu ich in Anführungszeichen, mit, die vor 20 Jahren eingeführt wurde. Ich würde es dann aber mit Doppel-S schreiben. Ja, neu, das ist mittlerweile echt. Heißt es immer noch neue Rechtschreibung? Ich weiß es nicht. Die wurde damals eingeführt, als ich in der Grundschule war. Da gab es extra dann Bücher, wo draufsteht, wow, mit neuer Rechtschreibung. Ja, ja, das weiß ich auch noch. Wow. Ja, aber wahrscheinlich ist es für die alten Leute ist es immer noch neu, weil es ist ja erst vor 20 Jahren passiert. Von alten Leuten kommen wir zu Estaniel. Hallo. Ja, richtig. Und wieder so ein Fragezeichen-Gesicht. Puzzle wird weiterhin genauso geschrieben wie früher auch. Haben wir das direkt mal geklärt? Also P-U-Z-Z-L-E. Puzzeln dagegen wird P-U-Z-Z-E-L-N geschrieben, soweit ich das jetzt richtig hier schnell gelesen konnte. So, wollen wir... Manche Leute sagen ja auch Puzzle, finde ich irgendwie Quatsch. Puzzle, ja. Naja, wobei halt es ist halt, ja, es ist halt eigentlich, aber das ist ja auch die englische Schreibweise im Grunde genommen, ne? Weil man sagt ja auch nicht Puzzle. Eigentlich ist Puzzle ja Quatsch. Ja. Wie aber auch immer... Lass uns Portal spielen. Das, was man halt so von seinen Eltern mitgesagt bekommt. Hier hast du ein Puzzle. Puzzle. Es wird eigentlich, würde es ja P-U-S-S... Nee, wobei, ist ja schwierig, ne? Wie schreibt man das? Das U wird zwar kurz ausgesprochen, aber das S wird weich ausgesprochen. Demnach ist es eigentlich, ist es ja nur ein S, wenn man nach dem S, nach der S-Aussprache geht. Dann kann es ja auch ein Puzzle sein, und das ist auch Puzzle. Blöd. Komm, lass uns jetzt mal Puzzle 1 von Estaniel spielen. Ja, oder Estaniel, man weiß nicht. Hallo. Hallo. Oder meintest du mich? Nö. Okay. Ich dich auch. Meine ganzen anderen Leute, die hier rumstehen. Die ganzen Homies, deine ganzen Freunde hier. Yeah. Guck mal zum Ausgang, vielleicht geht der ja auf. So jetzt. Bitte? Komm dann mal hier runter, ich will mal gucken, ob der aufgeht. Ah, hier runter. Nope. Mist. Verdammt, das ist ja jetzt unerwartet. Oh! Ich fürchte, man kommt hier nicht mehr zurück, wenn man da drüben kein Portal setzt. Setz mal da drüben ein Portal, bitte. Du meinst so? Ja. Oh. Ich glaube, auch dort kommt man nicht. Du kannst dir das erstmal so... Ah, nee, da ist ein Ding vor. Genau. Ah! Genau. Ich verstehe. Aber hier ist ja ein Knopf. Hast du dich auch mal hier drauf gestellt gehabt? Hallo! Was macht der hier? Ist ein Timer dran? Nö. Ah, das war jetzt hier schräg. Okay. Okay, haben wir wieder was gelernt? Okay, okay, okay. Ja, wir lernen ständig was, das ist das Schlimme. Setz mal den, warte mal, ich stell mich mal hier drauf und du setzt dein hellblaues dann an die Schräge und schwebst einfach mal hoch, wa? Hä? So. Meinst du so? Genau. Das geht natürlich schon, aber ich war in dem anderen Raum nicht noch irgendwas total abgefahren Spannendes? Nö. Okay. Nö. War nicht. Ja, kurz und knapp. Ist aber auch nix. Das ist ja praktisch. Was ist denn das denn jetzt für einer? Hallo. Da geht's auf.
Boink. Da sind wir auch wieder draußen. Wieder hier, ja. Aber hier geht's hoch. Ich verstehe es nicht. Das ist auch ein Puzzle. Putzle? Ja. Oh, du bist aber putzlig. Hier geht's auch noch hoch. Hier bräuchte man den Peter wieder. Das ist korrekt. Ich hab ihn sogar noch. Hast du ihn noch? Das ist unglaublich. Es hat einen neuen Schwebesound. Ist besoffen heute der Peter. Was passiert, außer dass wir nicht mehr wegkommen? Ach Quatsch, überschreib mal bitte, genau. Swap. Ach, hier kommen wir einfach wieder zurück, okay, alles klar. Oh, ist aber schön. Falsche Gerätschaft. Mm. Boah, jemand, der uns noch nicht kennt, muss uns aber auch vielleicht durchhalten. Ich glaube auch, die Leute, die uns kennen, die halten uns nicht, also die wissen's. Bei denen ist es schon... Ja, ich meine, es ist eine gewisse menschliche Eigenschaft. Hier passiert doch zeigen. Was? Was? Aber, was ist mit dem, mit dem Würfel dahin jetzt? Schlängel? Kannst du da ganz durchspringen? Ja, wenn man sich duckt. Oh. Echt? Ja. Ich will das auch nochmal. Duck. Hui! Irgendwie nee, reinfallen kann man da auch nicht, nee. Das Ding lässt sich irgendwie nicht aus. Da kommt man aber von oben. Guck mal, nach oben hin ist offen. Da muss man von oben irgendwie rankommen. Wie nach oben hin ist offen? Ja, das wenn, wenn ja, du hier, wenn man ist hier rein, über dem Würfel, meine ich. Ja, das ist da. Scheiße. Der ist und bleibt gedrückt. Was hast du da oben denn? Da war ein Knopf. Racker, du. Was bringt einem der Knopf? Ich weiß nicht. Geh mal vor den Würfel, bitte. Vor welchen Würfel? Da oben. Ja. Einfach mal so. Wie vor? Also guck mal da zu dem... Ich gucke. Verdammt. Ich gucke. Moment. Mach nochmal. Was soll ich nochmal machen? Geh dich nochmal drauf. Oh, es ist aus. Ach so. Ist natürlich praktisch. Ach, wow. So, meins. Alles klar. So. Wir brauchen allerdings einen Ball. Und jetzt? Ball. Ja. Hö? Ich muss mich nicht mehr ducken. Ducken. Aha. Yep. Zack. Flupp. Nein, verdammt. Oh, falscher Knopf. So. Da oben war ja nichts, aber vielleicht ist hier ja doch was. Hallo. Hi. Hi, toll. Falsche Seite. Ey, schwebt doch nicht vor. Ey, du Arsch. Aber hier, hallo. Da drüben. Hier mal ein Peter hin. Ja, da war... Oh, das war der Falsche. Sorry. Jetzt hast du beide zur Auswahl. Bist du beide falsch. Ich... What? Ja, aber was soll denn da passieren? Na, hier, kurz passiert hier was. Der ist kurz eingedrückt. Ach, hier unten ist offen. Mach nochmal. Aha. Now is the question. Komm ich da auch irgendwie rüber? Ich versuche mal. Ich will da auch rüber. Du willst da auch rüber? Ja. Warte mal, bleib da nochmal stehen. Ich gucke nochmal. Nee. Obviously not. Ich gehe mal da hoch. Ich kann nichts machen. Wie? Was? Was hast du da rum? Warum kann ich nichts machen? Ich kann hier gucken. Aber es bringt mir nichts. Obwohl, bringt mir das was? Das bringt mir doch was. Aha. Nee, bringt mir eigentlich doch nichts. Wenn ich so rechts überlege, dann eigentlich nicht. Vielleicht hier? Das glaube ich auch nicht.
Was machst du denn gerade? Ja, nix. Wie nix? Na, hier gibt's nix mehr. Weißt du, was man machen, kann? Kann du durch die Gegend latschen den ganzen Tag. Oh. Kann ich auch nichts machen. Also es sei denn, ich kann da irgendwie hoch. Ah, warte mal. Vielleicht können wir hier doch was machen. Ja. Nein. Scheiße. Hm. Oh, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Boing. Boing. Hast du Spaß? Was macht denn dieser Knopf hier überhaupt? Ich weiß es noch nicht genau. Hast du bei dir irgendwelche Effekte beobachten können? Nein. Die ist auch leider nirgendwo mit verbunden. Ach so. Nee, doch nicht. Erst ach so sagen und dann zurückziehen, ist auch toll. Ach so, ich hab keine Ahnung. Ja, ja. Oh. Hä? Aha. Das will ich ja gar nicht. Was will ich denn eigentlich? Puh, kann ich da irgendwie runter? Nee, kann ich nicht. Das ist ja ein wenig verwirrend hier. Oh, ich bin runter. Ich bin runtergefallen. Wenn ich hier nochmal reingehe, dann ist da nicht viel. Ja. Boing. Hier ist in der Gegend rum, habe ich den Eindruck. Ich lasse mich durch die Gegend springen. Warte mal, ich gehe nochmal hier hin. Lass mich raus. Ich drück nochmal auf den Knopf, der hier ist. Ja. Moment. Okay, du kannst glaube ich durchkommen. Ja. Du kannst durchkommen. Warum habe ich den nicht früher gedrückt? Wie immer halt. Ja, aber ich glaube, der ist eben erst da entstanden. Ja, wahrscheinlich. Ich bin mir ziemlich sicher. Genau, da war ich auch schon, aber da war ja nichts. Oder, warte mal, hier kann man das... Muss mal eben was checken. Check mal was. Siehst du da was? Ja, hier ist Pump. Oha. Ich spring mal da durch. Mach das mal. Feuer. Oh. Ich glaube, die Decke ist nicht hoch. Hätte auf die Brücke springen sollen. Die Frage ist, ist das so beabsichtigt? Ich weiß es nicht, aber ich find's cool. Achso, falsche Richtung. Achso, doch nicht falsch. Ja, was soll man denn da sonst machen? Oh, ist er falsch? Bitte Sorge ist mir. Was soll ich dir sagen? Was man denn sonst hier machen sollte? Wenn man hätte das Ding hier auch weiter an die Wand setzen können, damit man dann nicht durchflutschen kann. Mal so gesehen. Als bin ich hier. Und Feo. Das ist ja immer hochinteressant. Geht. Es geht. Es geht. Ach, das ist jetzt offen. Zack. Bridge. Hä? Was soll ich jetzt? Ach, jetzt kann ich hier einen Würfel hinlegen. Vielleicht. Hast du Spaß? Nee. Okay. Schade. Du kannst bei dir What's da rauskommen, so theoretisch. What? What's the plant? Oder what's the what, plan? What's the plan? Nicht, was ist die Pflanze? Jetzt brauche ich hier einen Würfel. Wir haben noch so einen formschönen Würfel hier. Den kriegen wir auch hier rüber. Hast du den schon? Ja, das sind wir nicht dabei. Okay. Bin ich dabei.
So, damit er nicht kaputt geht, hochhalten. Warte. Da. Ja, gut. Ich sollte aber gar nicht hier rein. Warte, nee, bleib mal oben. Nimm. Nimm ihn, aber mach ihn nicht kaputt. Okay. Und wenn ihr den jetzt denn hier so macht. Und so. Dann soll ich den Würfel jetzt wieder runtergeben oder was? Durchs Gitter am besten. Nee, warum ist der Würfel da oben eigentlich? Na, weiß ich auch nicht. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Oh. Na, Vorsicht, ja. Okay. Möchtest du den da reinlegen? Kann ich. Ich beobachte, was hier passiert. Stellung. Wo soll der denn hin? Da auf dem Knopf. Ach, da soll der sonst drauf hin. Ja, natürlich. Du hast gesagt, ich soll ihn da reinlehnen, deswegen habe ja, ich gedacht, hey, das macht überhaupt keinen Sinn. Was redet denn der Mann da überhaupt? Seit wann hörst du mir eigentlich zu? Schon seit ewigen Zeiten. Oh, das ist schön. Aber. Klingt ein bisschen creepy. Ach, hier ist jetzt auf. Wo? Hier ist es auf. Was, wo? Gehen Sie da mal rein, junger Mann. Hallo. Hallo, das ist ein Knopf. Da, bitteschön. Oh. Ui, jetzt kam oder was? Ah, jetzt bist du da. Ich bin hier. Ich bin da. Oh. Stell dich mal da auf den. Ja. Das hab ich mir doch fast gedacht. Jetzt auf den nächsten. Ja. Oh, das ist jetzt ein Schattenball. Oh, ein Ball. Flup. Flup. Das ist wieder so ausgegangen. Da. Ach, okay. Und. Zack. Und wie komme ich jetzt hier raus? Ich weiß nicht. Ach, da. Was haben wir denn hier? Ah. Was ist jetzt hier genau? Whoop. Ach, da warst du gerade. Ja. Jupp. Aha, und hier? Ist hier der Ausgang? Ne, der Ausgang war am Anfang. Das machst du schön. Danke. Au, ich kann das nicht so gut wie du. Ah. Oh. Ja, ist klar. Ja. Gelb? Ich will nochmal darüber. Achso, das wollte oder, ich oder willst gerade. Du selber? Scheiße, oder? Wie komme ich denn jetzt darüber? Ja, nee, mach den Rodes dahin. Achso, ja. Dann spielst du hier in das Gelbe rein. Als ob du das erste Mal Portal spielst. Ja, echt, ey. Weißt du, weiß also, oder soll ich spoilern? Und. Oh. Machst du aber schön. Ach, zurück kann man einfach hier hüppen, das ist ja auch toll. So, probier's doch mal aus. So soll ich es selber. Was? Ey, ich mach das selber. Ach so. Na, oh. Oh ja. Sehr praktisch. Bist du ein Didgeridoo? Ein bisschen. Und jetzt kann man hier bestimmte Magie anwenden und dann hat man die Kammer gelöst. Ach, hier sind wir jetzt. Ich wurde zerfleischt. Oh, das tut mir aber sorry.